So, also, heute geht es weiter mit den Vorträgen im Rahmen des Diamond Club. Und es ist ja ein neuer Monat, da steht noch falsch der April, das soll der Mai 22 sein. Und es geht ja weiter in dem dritten Monat mit den Sachen wie gehabt, dass für eine 100-Punkte-Einschreibung das ein Bildorange von doTERRA dazu gibt, wenn ich die Einschreibung über so einen speziellen Login vornehme. Dann bei 200 Punkten bleibt es bei Wildorange und Copaiba. Und wenn es über 400 Punkte geht, dann gibt es ein Copaiba und ein Adaptive. Das ist ja jetzt schon bekannt, das ist ja der dritte Monat, dass das läuft. Was wir toll fanden alle miteinander, wo wir überrascht waren, dass dieser LRP-Boost weitergeht. Das heißt, alle diejenigen, die sich neu einschreiben bis Mitte Mai, die bekommen wie diejenigen, die sich eingeschrieben haben im April, diesen Start, dass wenn sie im nächsten Monat für 100 Punkte etwas bestellen, dass sie dann 20% des Bestellwertes in Form von Treuepunkten gut geschrieben bekommen, die sie dann eben für weiteren Produkteinkauf verwendet werden können. Und das ist eine super Sache, weil wir normalerweise über das Treueprogramm regelmäßig bestellen müssen, 3 Monate lang, um einen Vorteil von 5% zu bekommen, sodass wir dann im Endeffekt schon 6 Monate beschäftigt sind, um 10% aufzubauen. Und je nach Größe des Einschreibekits startet man zum Beispiel bei einem 200-Punkte-Kit mit dem Home Essential Kit bei 10%, dann würde man 6 Monate brauchen, um überhaupt auf die 20% dann zu kommen. Das ist ein Riesenvorteil, weil das ja, es wird zwar nicht ausgezahlt in Geld, aber in Form von Treuepunkten gut geschrieben und man kann es dann in Produkte umsetzen. Eine super Sache. Ja, es gibt auch in diesem Treueprogramm für alle, die jetzt schon dabei sind, die können ja bis zum 15. des Monats für 125 Punkte etwas bestellen. Und da gibt es dieses Mal das Caraway frei dazu, also als zum Kennenlernen. Das ist ein Öl, das ist normalerweise nicht im Programm drin. Das gibt es immer nur, solange eben die Ernte da war, und ist ein sehr intensives Geschmackserlebnis, ist der Kümmel auch zum Verdauen natürlich eine tolle Sache, und dieses Produkt gibt es eben dann kostenfrei dazu. Wenn man in dem Buch schaut von der Maria Werner und der Ruth von Braunschweig, Praxis Aromatherapie, findet man zum Kümmel sehr Interessantes, nämlich da steht erstmal Gutes für Bauch und Haut. Für den Bauch kennen wir den Kümmel, weil zum Beispiel in Sauerkraut, da tun die Schwaben immer auch Kümmel hinein oder in den Krautsalat, damit eben einfach das Schwerverdauliche leichter verdaulich wird. Das macht der Kümmel. Ja. Der gehört zu den ältesten Gewürz- und Heilpflanzen Europas, und schon in jungsteinzeitlichen Siedlungen fand man Kümmelsamen. Also seit jeher wussten das die Menschen schon, dass sie da die Verdauung gut unterstützen können. Traditionell wird also der Kümmel auch seit jeher für Verdauungsstörungen verwendet, und weniger bekannt ist es, dass er auch wunderbar als Hustenmittel verwendet werden kann. Er hat ähnliche Eigenschaften wie Fenchel und Anis. Und die Wirkstoffe sind Monoterpenketone, nämlich das Plus-Carvon. Das ist mit 50-80% drin und macht auch diesen typischen Kümmelduft aus. Und dann mit Plus-Limonen bis zu 50%, je nachdem, wie viel eben von dem Carvon drin ist. Und das Limonen schmeckt so oder riecht auch so zitronenartig. Das heißt, der Kümmel hat hinten dran auch noch so einen Zitrusduft und hebt damit auch die Stimmung. Interessant ist auch, dass diese optisch aktiven Substanzen, wie jetzt das Pluscarbon, wenn man sagt, also das ist dann wie ein rechter Handschuh, dass der linke Handschuh nicht auf den gleichen Rezeptor passt. Und oft ist es so, dass dann der linke Handschuh auf einen anderen Rezeptor passt. Und so ist zum Beispiel das Minuscarbon, das verleiht der grünen Minze den typischen Minzduft. Also nur eine andere
räumliche Struktur, komplett gleiche Zusammensetzung macht da so einen riesigen eine riesige Veränderung. Das ist übrigens beim Limonen auch so. Da ist die eine Form, macht einen Zitronenduft, und die andere lichtdrehende Form in die andere Richtung, die macht dann einen Orangenduft. Die Monoterpenketone haben eine ganz große Affinität zum Nervensystem, zur Haut und zur Schleimhaut allgemein. Und so kann man sagen, dass die körperliche Wirkung von dem Kümmel im Magen-Darm-Trakt interessant ist. Da kennen wir es in der Regel auch als stark krampflösend, besonders auf die glatte Darmmuskulatur. Und dann eben das Antimikrobielle, das Verdauungsfördernde und das Entblähende. Man kann das auch bei Säuglingen schon einsetzen, den Kümmel, allerdings dann deutlich verdünnt, und dann reibt man das mit fraktioniertem Kokosöl oder einem anderen fetten Öl auf den Bauch ein oder auf die Füßchen, und dann kann man da diese Säuglingskoliken ganz gut auch in den Griff bekommen. In der Schleimhaut, in Lunge und Darm wirkt der Kümmel auch wunderbar, dort nämlich entzündungshemmend, auswurffördernd und wundheilend. Und auf der Haut kann man ihn auch anwenden, allerdings sollte man das nur verdünnt machen, weil es sonst auch Hautreaktionen geben kann bei häufiger Anwendung von hochkonzentriertem, also immer verdünnen auf der Haut. Da wirkt es granulationsfördernd, das heißt also schlecht heilende Wunden, dass die suppende Wunde ein bisschen fester wird von außen, vom Rand her, hautregenerierend und hautnervenberuhigend. Das heißt, dass also auch so eine Wunde dann nicht so schmerzt. Die psychische Wirkung ist auch nicht sehr interessante. Das ist geistig und seelisch klärend, stimulierend und entspannend. Also ein hochinteressantes Öl. Man kann es natürlich auch zum Würzen nehmen. Da empfiehlt sich es aber, mit dem Zahnstocher zu arbeiten, weil wenn so ein ganzer Tropfen Kümmelöl hochkonzentriert eben ins Essen kommt, dann schmeckt man außer Kümmel fast gar nichts mehr. Es ist also besser, da mit dem Zahnstocher an das Öl ranzugehen, ein bisschen zu schütteln, dass ein bisschen was von dem Kümmelöl am Zahnstocher ist. Dann kann man damit das Essen durchrühren und erstmal dann kosten, und dann kann man das noch ein zweites Mal wiederholen, und es reicht dann in der Regel auch. Das bietet sich auch bei so sehr intensiven Ölen wie Oregano und Majoran auch an. Ja, das ist ein ganz guter Trick. Und wie gesagt, in niedrigen Dosierungen ist es auch für Bauchmassagen von Säuglingen und Kleinkindern geeignet. Da gibt es auch natürlich aus dem Kinderset den Tamer, den man da nehmen könnte. Und für die Erwachsenen gibt es auch eine Ölmischung, die Saint-Gest heißt. Da ist der Kümmel auch mit drin, neben Anis und Fenchel. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch mit dem reinen Kümmelöl da vieles erreichen. Auch ein tolles Angebot. Es gibt ja jeden Monat ein Öl, das mit 10% Rabatt versehen ist, dadurch deutlich günstiger ist. Das ist das Clericalm. Das ist ein Öl, das ich selber sehr viel verwende. Das ist speziell für Frauen formuliert und bietet eine beruhigende und lindernde Wirkung. Macht über die Öle, die drin sind, da kommen wir gleich auch noch drauf, mit dem Clerisage, das ist das hormonell ausgleichende Öl schlechthin, dann der Lavendel, die Bergamotte, die römische Kamille, das Zedernholz, das Ylang-Ylang, die Geranie, der Fenchel, die Karottensamen, das Palmarosa und der Mönchspfeffer, das wäre das Vitex. Das sind alles Öle, die sehr stark auf die Geschlechtshormone wirken und da regulierend ausgleichend wirken können. Man trägt es in der Regel auf die Fußsohlen auf. Ich habe noch ein paar andere bessere Auftragpunkte. Also an den Fußsohlen wäre es mehr für die Emotionen. Und wenn wir aber die hormonellen Stimmungsschwankungen ausgleichen wollen, dann kann man zum Beispiel die auch auf dem Unterbauch auftragen, wenn die Regelblutung da ist und dann eben entsprechende Schmerzen da sind, kann man schon 1 bis 2 Tage vorher anfangen, das im
am Unterbauch anzuwenden. Das ist ja ein Roll-on, das heißt, da sind die Öle schon verdünnt mit dem fraktionierten Kokosöl. Das gibt es auch nicht konzentriert, sondern nur in dieser Mischung eben verdünnt zum Aufrollen. Und es gibt tolle Reflexpunkte an Fesseln und an Handgelenken für die Eierstöcke bzw. für die Hoden. Da merkt man dann also auch schon, dass das Klerikalen bei Leibe nicht, obwohl es monatliche Mischung für die Frau heißt, nicht nur für die Frau ist, sondern dass auch eben für den Mann hormoneller Ausgleich stattfinden kann. Ja, und dann eben auch direkt über die Schilddrüse. Also das sind hier die Punkte. Wenn man eben die Reflexzonen anschaut, dann ist am unterhalb vom Handgelenk in dieser kleinen Kuhle, da wäre die Gebärmutter oder die Prostata der Reflexpunkt, und außen an der Handkante, auch in der Kuhle, da wären praktisch die Eierstöcke und die Hoden, die man da mit dem Klerikalm dann auch beeinflussen kann. Und das Klerikalm ist zum Beispiel bei Prostata-Beschwerden eben eine wunderbare Sache, auch für Männer. Ja, und dann haben wir hier in dem Bereich dann auch noch die Reflexzonen für die Eierstöcke und Hoden. Das wäre hier in dem Bereich innen. Ja. Oder dann eben Außenknöchel, da wären es dann die Prostata oder eben die Gebärmutter. Ja, das ist, da kann man also gucken, Moment, ich muss jetzt nochmal schauen, dass ich das nicht verkehrt rum gemacht habe. Hier ist der Punkt 51, also hier wären die, also Außenknöchel wären Eierstöcke und Hoden, und innen wären dann die Gebärmutter und die Prostata. Also das wären solche Reflexpunkttafeln, sehr interessant, dass man dann eben gezielt auch tatsächlich da einwirken kann. Also hier 51, hier 52 und hier auch nochmal 52. Das heißt, wir können innen und außen wirken, zum Beispiel auf die Eileiter und die Samenleiter. Dann das nächste, was im Angebot ist, wäre der Zendokrine Komplex, allerdings nur in der Kombination mit so einem Lifelong Vitality Pack. Das heißt, da kommen drei andere Produkte noch mit dazu. Und der Zendokrine Komplex, da warte ich eigentlich schon lange drauf, dass der wieder kommt, weil das eine super tolle Zusammensetzung zum Ausleiten und Entgiften ist. Leider eben nur im zeitlich begrenzten Angebot und nur in dieser Kombination, sodass man sich das eben überlegen muss, ob man das dann bestellen möchte in der Kombination. Es ist deswegen so schnell immer ausverkauft, weil Vollwertkostextrakte drin sind. Und da wissen wir ja von doTERRA, dass eben nur das Beste vom Besten hineinkommt, dass da erstmal die entsprechenden Verträge mit den Bauern, die da biozertifiziert dann arbeiten, auch vorhanden sind. Und dann ist es eben schwierig, entsprechend die Menge auch tatsächlich zu gewährleisten. Das heißt, es gibt es halt, solange es gibt, und wenn es dann ausverkauft ist, dann ist halt Schluss. Und es ist also auch begrenzt auf maximal ein Einkauf pro Person und halt so lange, wie es vorrätig ist. Was kann jetzt dieser Zendokrine Komplex? Der ist fantastisch zum Entgiften. Da sind nämlich zum einen sehr viele Ballaststoffe drin, unter anderem Flohsamenschalen, Rhabarberwurzel, Seetang, das Gummi arabicum, das wären Akazienfasern, dann eine pflanzliche Hypromelose, Kieselerde oder eine pflanzliche Zellulose. Das sind also alles Ballaststoffe, die im Darm dann die Gifte binden. Und es sind auch drin Stoffe, die die Bauchspeicheldrüse sehr stark unterstützen, also wenn es so Richtung Diabetes geht, die Berberitzenwurzel und die Berberitzenrinde. Und die Leber wird unterstützt gleichzeitig, weil das ja auch für die Entgiftung das entscheidende Organ ist, damit die Gifte überhaupt mal aus dem Körper rauskommen und in den Darm. Und im Darm müssen dann eben die Ballaststoffe vorhanden sein, damit die Gifte dann auch gebunden werden können. Also Mariendistelsamenextrakt ist das Lebermittel schlechthin. Löwenzahnwurzelextrakt ist auch ein tolles
ein tolles Mittel. Da kann man übrigens jetzt momentan auch wunderbar selber auf die Wiese gehen und sich Löwenzahn holen. Es ist eine Fehlinformation, dass Löwenzahn der Milchsaft giftig wäre. Das ist auch so ein Ding, was da irgendwann mal gestreut worden ist im Laufe der Jahrhunderte, damit die Menschen eben nicht sich selber helfen mit so einer tollen Heilpflanze, sondern eben ja, in andere Richtungen gedrückt werden können. Also dieser Löwenzahn ist fantastisch. Da sollte man mit einem Stängel am Tag anfangen. Und nach 2-3 Tagen kann man dann 2 Stängel nehmen und 3 Stängel. Und das kann man dann so 2-3 Wochen machen. Da hat man dann eine wunderbare Entgiftung. Also ich kaue dann meistens die Blüte auch noch mit. Da muss man halt ein bisschen die Blüte vorher ausschütteln, weil in der Blüte oft die Käferle drin sitzen. Und natürlich nicht den Löwenzahn vom Straßenrand nehmen, wo die Hunde hinpieseln, sondern eben irgendwo aus der Wiese, am besten aus dem Wald. Ja. Dann die Knoblauchzwiebel, auch eine tolle Sache zum Entgiften der Leber. Alle Alliumgewächse, also ob das Knoblauch, Schnittlauch, Lauch ist, Bärlauch, Zwiebel, eignen sich wunderbar zum Entgiften. Allerdings sind diese Schwefelverbindungen da drin temperaturempfindlich. Und das merkt ihr auch, wenn ihr eine Zwiebel anbratet, dann ist sofort dieser scharfe, typische Knoblauchgeruch, der Zwiebel, Knoblauch und so Schnittlauch ebenso ausmacht, weg, weil der durch die Hitze kaputt geht. Also es geht hier um das gefriergetrocknete oder um das rohe Knoblauch, Zwiebel, Schnittlauch oder sonstiges. Gell? Also auch ein Vollkornbrot, Dinkelvollkornbrot oder Roggenvollkornbrot mit einfach mit ein bisschen Butter drauf. Butter ist übrigens auch ganz toll für den Darm, weil die Butter zu der im Darm zu der 3-Hydroxybuttersäure umgewandelt wird. Und die ist der super Treibstoff für die Nerven. Da kann man also wesentlich besser nachdenken. Und so ist das auch nicht mehr, dass Margarine eine gute Sache wäre. Bei der Margarine, muss ich als Chemikerin sagen, stehen mir immer die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was da für eine Chemiebombe drin ist. Also bei mir kommt überhaupt keine Margarine oder irgend so ein künstliches Ding auf den Tisch, immer nur das Naturprodukt. Und das ist in dem Fall eben die Butter und dann halt davon moderat, nicht zu viel, aber eben so ein Roggenbrot, Vollkornbrot, am besten mit Sauerteig gemacht, mit einer Butter und einem frischen Schnittlauch drauf, ist also ideal für Leber und Darm. Die Blütenspitzen vom Rotklee, auch wunderbar, und Klettenwurzelextrakt, auch eine tolle Sache, um die Leber zu unterstützen. Man kann auch die Verdauung noch unterstützen mit dem Zendocrine. Das wäre die Färberdistelblüte, die drin ist, die Osha-Wurzel, die Wurzel vom echten Eibisch und dann die Gewürznelkenknospen. Da haben wir ja auch ein extra Öl, das Clove, was eben ein enorme hohes antioxidatives Potenzial auch hat. Dann haben wir auch noch Enzyme drin, die Amylase, die Zellulase, dann auch Magnesiumhefe und Manganhefe. Also kommen auch noch die Nukleotide mit hinein, die wir für die Herstellung von Enzymen und von Hormonen und von allem zum Ablesen von der DNA auch brauchen. Und Magnesium und Mangan eben im antioxidativen Netzwerk. Und da wird empfohlen, morgens und abends eine Kapsel zu Mahlzeiten einzunehmen und eben in der Zeit, wo man Entgiftungskur macht. Das macht man normalerweise im Frühjahr oder im Herbst, sind so die Zeiten, wo die Leber besonders gut unterstützt werden kann. Jetzt kriegen wir den Zendocrine-Komplex eben nur sehr begrenzt, wegen den Inhaltsstoffen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen. Aber was wir mehr haben, ist vor allen Dingen das Zendocrine-Öl. Da sind jetzt alle Öle drin, die ebenfalls die Leber unterstützen, die Ausleitung unterstützen, den Darm unterstützen. Also Ausleitung ganz besonders das Koriandergrün, das Öl heißt dann Cilantro. Auch die Geranie und der Rosmarin wirken ausleitend. Tangerine ist in Indien eines der
beliebtesten Mittel für Magen-Darm-Verstimmungen. Auch die Wacholderbeere kennen wir ja, dass wir die zum Beispiel im Sauerbraten dazu legen oder auch im Sauerkraut, damit das besser verdaulich wird. Ja, also es ist ein verdauungsunterstützendes Öl auch. Insgesamt kann man sagen, dieses Öl, diese Ölmischung oder Ölblend und Zendokrine unterstützt die Zellhygiene in den Leber und Nieren und den Lymphknoten, aber unterstützt eben auch die Hormondrüsen und damit auch die hormonelle Balance, ganz besonders in der Schilddrüse, in der Nebennierenrinde, Nebenniere und in der Bauchspeicheldrüse und ist auch gut, wenn es mit der Potenz Schwierigkeiten gibt, weil das oft eben auch mit Darm und Leber zusammenhängt. Weiteres tolles Ding ist das Zitrusblumen, eines meiner Lieblingsöle. Es ist allerdings hier nicht als Öl im Angebot. Zitrusblumen, da kommen wir nachher gleich noch drauf, hat ein seltenes Öl mit drin, nämlich das, die Magnolie. Wunderbar duftendes Öl, das auch ganz stark die Psyche erhält. Und dieses Zitrusblumen gibt es jetzt als Handseife und da kommt so ein Spender mit. Der Spender ist also kein Glas, sondern ein Kunststoff. Und das duftet eben, da sind viele Zitrusöle drin, aber eben auch dieses Magnolienöl, das so wunderbar duftet. Die Handlotion, Bodylotion hatte ich auch schon wunderbar. Wie gesagt, vom Duft und auch von der Wirkung macht die Haut schön glatt. Und das Deodorant, auch die Deos, die halten ewig, weil das im Grunde genommen ja auf Basensalzbasis ist und man sich dieses feucht macht und dann unter die Achseln befördert. Und dann hält so ein Deo 4-5 Monate, also sehr, sehr ergiebig. Ja. Und das gibt es eben auch nur, solange der Vorrat reicht. Das Gute ist, dass man es nicht als Set kaufen muss, sondern man kann sich dann eben auch zum Beispiel nur die Handlotion oder nur das Deo oder nur die Seife kaufen und dann ist man da wunderbar versorgt. Das Öl gibt es eben, wie gesagt, gelegentlich und dieser tolle Duft kommt aus der Kombination Wildorange und Grapefruit. Das wären die Zitrusöle, dann der Lavendel, die römische Kamille und eben auch die Magnolie drin. Und ideal ist die Mischung für so einen gelassenen, optimistischen Start in den Tag. Das ist also eine Mischung, die hauptsächlich auch in den Diffusor ihre Verwendung findet. Und die ist perfekt auch für den Frühling, weil ja auch die Magnolie im Frühling dann auch blüht und man kann dann, wenn man das Öl, wenn es das dann mal gibt, auch als belebende Mischung zur Massage nehmen. Man kann aber jetzt natürlich auch die Handlotion für die Massage nehmen. Ja, das ist also auch ein großartiges Alltagsparfum, nicht so aufdringlich süß, aber einfach frisch und ein fröhlicher Duft. Neu im Programm ist die Zahnseide, die mit Engard versehen ist. Engard ist ja eine tolle Mischung, die schützende Mischung, die Nelke mit drin hat, damit auch im Mundbereich fantastisch heilen kann in Richtung, wenn eben Entzündungen da sind. Und so ist die Zahnseide mit Engard natürlich toll für den Zahnraum, dass sie da hilft, Plaque zu entfernen und eben auch diese Entzündungen, die entstehen können, wenn zwischen den Zähnen was hängen bleibt, eben herunter zu regulieren. Und wie immer ist es sinnvoll, die Zahnseide täglich zu verwenden, also wichtigster Zeitpunkt natürlich abends vorm im Bett gehen, dass da alles aus dem Mund herauskommt, was da nicht hineingehört. Es gibt auch immer noch, weil noch nicht ausverkauft, in dem Limited Time Offer, also bei den Sonderangeboten, dieses Reiseset, was sich für den Sommer, wenn man in Urlaub fährt, anbietet. Da haben wir
ein nettes Täschchen, wo alles drin ist. Wir haben das fraktionierte Kokosöl drin, um eben die Öle auftragen zu können. Die Zahnseide ist drin, es ist das Handreinigungsspray drin. Dann ist auch so ein Halter dabei, den man an den Gürtel machen kann oder an die Tasche, so wo man das Handreinigungsspray dran machen kann, sodass man das auch, wenn man unterwegs ist, mit dabei hat. Es ist ein OnGuard Touch mit dabei, also schon eine Mischung mit fraktioniertem Kokosöl, auch die Mundspülung und dann die Beadlets. Und ich war jetzt ja ziemlich erkältet und die Beadlets, die waren das, was ich eigentlich ständig so stündlich so ein Kügelchen in den Mund geschoben habe. Und dann war das halt die Halsschmerzen relativ schnell auch im Griff. Von den OnGuard-Produkten gibt es eine relativ große Serie, weil das einfach die besten Freunde im Kampf gegen ungesunde Keime sind. Es hat eine Ärztin, eine Anästhesistin, Untersuchungen gemacht. Da hat sie von Hühnerexkrementen Petrischalen angelegt und hat dann geschaut, was wächst denn da so an Bakterien auf einer Nährlösung. Und dann hat sie das verglichen mit den verschiedensten Desinfektionsmitteln. Und eine dieser Schalen hatte eben das OnGuard drin. Und bei der Schale mit dem OnGuard drin ist am wenigsten gewachsen oder am längsten nichts gewachsen. Also das Fazit dieser Anästhesistin war, dass es besser wirkt als die starken Desinfektionsmittel aus den OP-Sälen. Und das ist eine spannende Sache, ja, weil wir ja hier, weil es ein Naturprodukt ist, mit der Wildorange, der Zimtrinde, den Gewürznelken, den Eukalyptus- und Rosmarinblüten und Blättern, dass wir hier dadurch, dass wir ja uns nach den Pflanzen entwickelt haben, praktisch von Anfang an gelernt haben, die Pflanzen zu integrieren. Und so wirken diese ganzen Öle nur gegen diese schädlichen Keime, schädigen aber die guten Keime nicht und auch unsere Haut nicht, sodass wir hier dieses OnGuard wunderbar anwenden können. Ja, also der Schutz vor den schädlichen Umwelteinflüssen und jahreszeitlichen Bedrohungen ist super. Die keimreduzierende, desinfizierende Wirkung auch. Dann die natürliche Unterstützung von der Immunfunktion. Heute ja ein ganz wichtiges Thema. Und auch interessant, die Regulation wichtiger Signalwege, die für eine gesunde Entzündungsreaktion wichtig ist. Entzündungsreaktionen empfinden wir immer als schlecht, aber wir brauchen auch Entzündungsreaktionen. Reaktionen, weil über die Entzündung die ganzen Abwehrzellen, die Lymphozyten und großen Fresszellen und was auch immer angelockt werden in den Bereich, wo eine Verletzung ist und dann eben über die Entzündung die Wundheilung laufen kann. Ja, was natürlich nicht gut ist, wenn die Entzündungen überhand nehmen und das regeln wir in der Regel, also das ist auch ein Kernproblem unserer Ernährung, weil es gibt Gewebsmediatoren, die entzündungshemmend wirken und Gewebsmediatoren, die entzündungsfördernd wirken. Und das sind vor allen Dingen die Omega-3-Fettsäuren, und da aber nicht jede, sondern im Speziellen die DHA und die EPA, die da Vorstufen sind von diesen Gewebshormonen und stark entzündungshemmend wirken, die fehlen bei uns in der Regel in der Ernährung. Während die Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure da allen zu nennen, die haben wir im Übermaß in der Ernährung drin, weil die in ganz hohem Prozentsatz in dem Erdnussöl drin ist und im Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenöl ist einfach ein Billigprodukt, das heute praktisch überall in der Ernährung findet, also wenn man irgendwas Gebackenes, Kekse, fertige Kekse oder sonst was hat, dann hat man immer einen sehr hohen Anteil von Sonnenblumenöl, sprich von Arachidonsäure drin. Normalerweise sollte das Verhältnis von der Arachidonsäure zu der DHA und EPA so ungefähr 4:1 sein, also schon
die Entzündung, wie gesagt, die brauchen wir. Fakt ist aber, dass bei dieser normalen, heute leider normalen Fastfood-Ernährung und Fertigessen-Ernährung, dass wir da ein Verhältnis von 25 zu 1 haben. Und deswegen haben wir heute auch in der Bevölkerung so extrem viele komische Erkrankungen, die so entzündlichen Tendenz haben. Also wie rheumatische Erkrankungen, Fibromyalgie, komische Gelenk- und Muskelschmerzen undefinierbarer Art, Leaky Gut, Entzündungen eben im Darmbereich und sonstiges. Ja. Also das ist häufig eben ernährungsbedingt und wenn eben diese Omega-3-Fettsäuren so stark fehlen. Und da können wir eben auch mit diesen ätherischen Öl, En Garde, also mit dieser Ölmischung, vieles Positives erreichen, dass da eben überschießende Entzündungsreaktionen sich regulieren können. Was es auch momentan noch gibt, das ist noch aus dem letzten Monat, das ist noch nicht abverkauft, ist das Neshama. Das ist die seelenvolle Verbindung. Ich habe da auch eins da bei mir und verwende das auch immer. Duftet wunderbar. Ist eine Mischung aus Weihrauch, Lavendel, Zeder, Zypresse, Myrrhe, Narde, ein sehr seltenes Öl, Wildorange, Cassia und Cinnamon, also Cassia und Cinnamon, Zimtrinde und das Cassia ist so die auch ein Zimtaroma hat, aber wesentlich mehr Zimtaldehyd und macht eher so ein bisschen, kann eher Probleme machen. Von daher wird man das Cassia nicht essen, während man das Cinnamon wunderbar essen kann. Ja. Und diese Mischung, die wirkt auch wunderbar auf die Zirbeldrüse, zum Öffnen der Zirbeldrüse, weil der Weihrauch, die Zeder, die Myrrhe und die Narde und auch das Zimt auf die Zirbeldrüse wirken zum Öffnen. Und das heißt also die Verbindung zu dem Höheren. Es enthält, wie gesagt, viele heilige Öle. Da können wir ja den Weihrauch, die Zeder, die Myrrhe, die Narde schon mal gleich nennen, auch den Zimt. Und die wurden schon in den alten Schriften erwähnt. Und so ist das Neshama auch besonders gut in herausfordernden Lebensphasen, wenn man eben diese Erinnerung an die tiefe Verbindung unserer Seele mit der ganzen Welt haben möchte und auf diese Weise eben in die Heilung gehen möchte. Also es ist direkt eben, wie gesagt, diese Wirkung auf die Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse ist ja unser drittes Auge nach hinten in, verlagert in die Mitte vom Gehirn und das ist eben die Anbindung nach oben. Ja, dieses Neukundenangebot, das ist das kleinste Set, finde ich jetzt, ja, da fehlt der Diffusor und es ist auch in der Relation nicht so eine große Ersparnis, wie wenn man zum Beispiel dieses Home Essential Kit nimmt, da ist der Diffusor dabei und da sind alle Öle mit 15 Milliliter bis auf das Deep Blue, das gibt es nur in 5 Milliliter und da spart man insgesamt viel, viel mehr, das sind also diese 10 Öle, die am meisten gekauft werden und die hat doTERRA eben besonders preisgünstig zu einem Set zusammengefasst, sodass man hiermit im Grunde genommen am besten startet. Und während des Diamond Clubs jetzt bis Ende Mai gibt es ja noch das Wildorange und das Copaiba dazu. Die haben wir ja schon ausführlich erklärt, alle die Öle. Das heißt, da steigen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Dann haben wir noch dieses neue Einschreibekit, das es seit letzten Monat gibt, das alles Öle sind, die sehr auf die positive Stimmungslage wirken, die entstressen, beruhigen, ohne müde zu machen, wie zum Beispiel das Lemon, also entstressen wäre das Adaptiv, das super sind Ölmischungen und alle anderen Öle, die drin sind, eben auch wunderbar das Raumklima, die Schwingung im Klima verändern, im Raum verändern können, sodass man hier eben im Zusammenarbeiten, im Zusammenwirken Wunderbares erreichen kann, weil wir ja über unsere Nase
direkt die Impulse in das limbische System bekommen. Und im limbischen System, da werden ja unsere Lernfähigkeit, unsere Merkfähigkeit, unsere Gefühlszustände aktiviert oder da sind die gespeichert und über die Düfte werden die direkt positiv dann beeinflusst. Ja, wenn man für die 200 Punkte bestellt, dann gibt es ja von mir noch bis Ende Mai die Ölfibel dazu. Und für jetzt noch diesen LRP-Boost und dann gibt es ja im nächsten Monat dann auch noch die 25-Punkte-Gutschrift, sodass sich das wirklich richtig lohnt. Ja, wenn weiterführende Fragen sind, dann gerne über unsere Vereinswebseite dann angeben, wer der Berater ist, dass wir da entsprechend verknüpfen können. Und dann sage ich noch für heute, dass wir ab Donnerstag mit einer sehr spannenden Serie anfangen, nämlich die ätherische Öle für Haut und Haare. Das wird eine vierteilige Serie werden, aber da könnt ihr immer auch auf unserer Webseite schauen, mit dem Wege in die neue Zeit unter Videos. Da gibt es im Diamond Club einen Punkt und da sind alle Termine aufgeführt mit den entsprechenden Themen, die da besprochen werden. Und wenn man dann mal nicht kann, dann kann man diese Aufzeichnungen wie die Aufzeichnung von heute dann auch nachsehen. Ja, wie immer gibt es einen Haftungsausschluss, gell, bei schwerwiegenden gesundheitlichen Herausforderungen immer auch einen qualifizierten Beratung dazu holen. Und dann würden wir jetzt für heute mal das Ganze stoppen und ich verabschiede mich.